Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Wir befinden uns wieder auf der Black Pearl. Ich nenne jetzt mein Schiff einfach Black Pearl. Fertig. So, zack. Und wir reisen, ich weiß noch nicht wohin. Yay, alle freuen sich. Wir reisen. Yeah. Schnellreisemenü öffnen bitte. Wo reisen wir denn hin? Sag es mir, oh Spiel. Wo soll ich hin? Oh, cool. Ja, da komme ich schnell hin. Das letzte Mal sind wir ja aus einer einsamen Insel herausgeflohen, sind dann im Anschluss aus dem Animus gegangen und haben in einer zusätzlichen Folge noch ein bisschen Abstergo abgesucht. Und ich will auf jeden Fall noch einen zweiten Teil davon rausbringen. Das ist definitiv klar. Definitiv klar. Zero sprechen gut Deutsch. So. Verzeiht mir übrigens, wenn ich in dieser Folge eventuell ein paar mal öfters niese. Da ich versuche, nicht mir die Nase zu putzen, weil das ja eklig ist. Anzuhören jedenfalls. Werde ich höchstwahrscheinlich niesen. Ich gebe mein Bestes, das zu unterdrücken. Ich will ja qualitativ hohe Videos machen. Okay, 1 Milliarde Nachrichten auf mein Handy bekommen. Cool. Ja, ich bin gerade reingekommen nach Hause. Direkt mal die Xbox angemacht. Und da hat endlich mal mein WLAN connected. Und da kamen die ganzen Nachrichten. So. Was muss ich überhaupt machen? Ich laufe hier rum und weiß noch nicht, wo ich hin muss. Ja, da kann ich eigentlich schnell hinreisen, ne? Hab ich hier zum Glück alles schon. Das hier ist übrigens ein Troll, Freunde. Das ist ein Troll. Eindeutig. Dieses Fragment ist nicht zu bekommen. Ubisoft, was habt ihr getan? Wieso bin ich eigentlich nicht direkt hierhin gereist? Lol. Egal. Hatte ich irgendwie nicht im Kopf. Ich habe es mehrfach versucht. Ich habe mit allen Tricks habe ich es versucht hinzukriegen, das Ding einzusammeln. Es geht einfach nicht. Vielleicht bekommt man noch irgendwas, wo man vielleicht, ich weiß nicht, da mit einem Fallschirm hinfliegen kann oder so. Gibt es hier Fallschirme? Freunde, diejenigen, die das Spiel schon gespielt haben und die alles eingesammelt haben, was wahrscheinlich nicht viele sein werden, weil ich der einzige kranke Mensch auf der Welt bin, der wahrscheinlich bei Assassin's Creed alles sammelt. Aber wenn ihr die Fragmente gesammelt habt, sagt mir, habt ihr dieses eine Fragment bekommen? Das würde mich gerne interessieren. Welche Überraschung? Gibt's was Neues? Der Bastard arbeitet für die Royal African Company. Los, erzähl es ihm! Ich habe die Princess gut 8 Wochen nicht mehr gesehen. Das heißt, sie kommt vielleicht bald zurück. Was noch? Dachte, der Nigger gehört den Männern, die heute früh schon nach der Princess gefragt haben. Also sagte ich ihm... Was für Männer? Ein sehr überheblicher Seemann. Und einer mit einer Narbe, genau hier. Wo kann ich die finden? Kampieren hier um die Ecke, sagten sie. Ein Typ mit einer Narbe? Ich bin es satt, deinen Fantasien nachzujagen, Edward. Und die Crew auch. Halt durch, Mann. Wir nähern uns. Und schwupps ist er weg, der Kollege. Grobiane töten, Alarmglocken sabotieren. Oh Gott, nein. Okay, Freunde. Ich vermute mal fast, du bist böse. Oder auch nicht? Keine Ahnung, was er da macht. Der guckt einfach nur zu, wie seine Kollegen arbeiten. Null. Kommst du? Hierher! Alter, das ist nicht dein Ernst. Das ist dann noch der zweite. Er geht weg, er geht weg, er geht weg. Oh Gott, das war knapp. Na komm, Dude. Wo gehst du denn hin? Ich hab nach dir gepfiffen. Hat die mich gerade ausgebuht? WTF? Was geht mit der ab? Ich mach dich nicht an. Die denkt wahrscheinlich, ich mach sie an. Und der andere guckt mir einfach, wie die beiden mich sehen, weißt du? Die Sklaven können mich sehen, aber natürlich der Typ, der hier rumläuft, kann mich natürlich nicht sehen. Der ist zu dämlich dazu.
Der kommt bestimmt gleich vorbei. So, dann haben wir Alarmglocke Nummer 1. Wir müssen 4 Grobian ausschalten. Versuche am besten alle möglichst zu verstecken, alle Leichen, weil wenn sie gesehen werden, läuten sie halt die Glocke und das ist halt ein bisschen blöd für mich. So, das war 1. Der guckt noch zu, das ist nicht gut. Du bist auch kein Grobian. Wo sind die ganzen Grobiane? Warte mal, die haben nichts davon gesagt, dass ich schleichen muss, oder? Hm. Eigentlich nicht. Ich stehe einfach nur töten. Eigentlich kann ich da reinlaufen und alles töten. Und das war's. Aber ihr kennt mich, Freunde. Ich bin gerne ein Assassine. Hallo. Das ist doch ein Grobian. Zack. Ist natürlich ein bisschen verräterisch, dass da plötzlich jetzt eine Waffe liegt. Aber naja. Habe ich endlich meine Munition wieder? Ja, geht so, ne? Oh nein, ich habe gedacht, oh, ich bin so blöd, ne? Na ja, gut, dann pennt er halt. Der hat seinen Kollegen aufgeweckt. Ich wusste gar nicht, dass das funktioniert. Dass sie jetzt aber die Glocke nicht betätigen, finde ich ein bisschen seltsam. Oh, da oben ist ein Sniper. Der ist mir wichtig. Solange der da in Rage gerät, sollten wir die anderen Leichen aufsammeln, ne? Die Munition kann man nämlich gut gebrauchen. Kugeln. Wer braucht denn schon Kugeln? So, die anderen Leichen waren hier irgendwo, ne? Ach, die sind schon wieder verschwunden. Dreck. Egal, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Grobiane töten. Hihihihi. Hahaha, so. Direkt mal alles klauen. Oh, ich will keine Kugeln. Gib mir Pfeile, Mann. Gib mir Pfeile. Verdammt. Okay, wie viel Grobiane brauchen wir noch? Oh, das eine war doch ein Grobian. Aber ich habe ihn nicht getötet. Ach du, ach verdammt. Ah, weil ich ihn nicht persönlich getötet habe, zählt er nicht als Kill. So eine Scheiße. Hast du nicht gesehen? Oh Gott. Irgendwer hat zugeguckt. Wenn hier wirklich nur 4 Grobiane waren, dann kann ich es eigentlich gar nicht mehr schaffen. So ein Scheiß. Das muss einer mir doch mal erzählen können. So. Alter, jetzt hör auf damit! Ach, du bist mein Ziel. Moment, das ist doch mein Kollege. Ups. Oh Gott, bitte! Warte, keine Gnade. Warum? Ach Gott. Oh, nein, 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 nein. Ja, aber ich hab's nicht geschafft, ne? Ah, doch. Scheiße, das werden sie sehen, ne? Ich war's nicht, wirklich. Siehst du? Oh, hier ist ein Grobian. Jetzt geht weg. Habt ihr die Männer alarmiert? Die Zeit ist knapp. Ei, 2 Soldaten warten bei der Kreuzung auf uns. Das ist gut. Wenn die Frage erlaubt ist, was hat es mit den Blutstropfen auf sich, die ihr mitnehmt? Torres sagte, das Blut wird benötigt, damit das Observatorium funktioniert.
Wenn man das Observatorium nutzen will, um, sagen wir, King George auszuspionieren, bräuchte man dazu einen Tropfen vom Blut des Königs. Mit anderen Worten, ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Bitte. Jetzt hör auf, mir nachzugucken. So sexy bin ich auch nicht. Wie ich auch, Captain Hornigold. Das tun alle Templer, um Verschwiegenheit zu sichern. Er ist Templer. Tatsächlich. Ja, aber keine Sorge. Torres ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro bringen. Wir sind nicht die ersten Ziele des Observatoriums. Das versichere ich. Hi, Sir. Fetzes ist ein kleiner Preis für das, was ich im Gegenzug von den Templern erhielt. So ist es. Als ihr in Madagaskar Piraten gejagt habt, Gouverneur, was brachte euch den auf... Oh Gott, nein! Nein! In Madagaskar ließ ich den Piraten die Wahl. Das Pardon anzunehmen und arm aber frei nach England zurückzukehren, oder aber der Tod durch den Strang. Genau wie hier in Nassau. Genau so. Nur schade, dass Commodore Chamberlain meinen durchschlagenden Erfolg nicht erleben durfte. Diese Schadenfreude ist mir neu, Rogers. Manchmal hat man sie sich verdient, nicht wahr? Wer ist jetzt aber wer? War Rogers nicht mein Kollege? Wer ist jetzt von den beiden der Templer? Ich glaube, links ist der Templer, ne? Rechts ist ja mein Kollege, den wir schon kannten. Oder ist er Templer? Fragen über Fragen. Ich hoffe, die werden auf jeden Fall noch beseitigt, die Fragen. Oh Gott, da ist noch ein anderer Sniper. Nein! So viele Sniper! Wieso ist der Sniper hinter mir her? Was habe ich dem getan? Ich chill hier nur. Weiß nicht, wollt ihr nicht irgendwie noch ein paar Gespräche führen oder so? Oder habe ich jetzt alles komplett kaputt gemacht? Ich weiß doch, wo die hinwollen. Dahin. Nein, hier ist keiner im Busch. Oder Brusch, wie die gesagt haben. Das ist natürlich jetzt nicht mein Ziel. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Ey, die laufen da gar nicht hin. Die laufen einfach vorbei. BTF. Ach nee, die sind der Kreis. Ach so. Die haben den Kreis jetzt einfach mitgenommen. Lol. Ich hab gar nichts. Ich bin nicht mal in der Nähe von euch. Okay. Seid ihr jetzt mal fertig mit Paranoid sein? Das wäre echt geil. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum die jetzt nichts mehr sagen. Das ist so unwichtig geworden. Aha. Sind die im Kreis gegangen? Ach nee, hier hat's angefangen, ne? Nee, gar nicht. Also, wie kommen wir jetzt rein? Ach, ich sehe schon. Großmeister, willkommen. Buenas noches. Was habt ihr erfahren? Die Princess wurde vor 6 Wochen von Piraten gekapert. Und soweit wir wissen, war Roberts der Weise noch an Bord. Sehr gut. Das ist doch was, oder? Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten mit den Piraten abzunehmen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Fuck. Afrika. Oh mein Gott. Die Winde sind dieser Route nicht gleich. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinsegeln. Ich war doch in der Nähe, verdammt! Ah.
Gottes Willen, ich dreh durch. Dass die da immer noch rumgelungert haben, die beiden. Warum? Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Prinzessin wieder abzunehmen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Mein Gott, die Winde sind dieser Route nicht geneigt. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinsegeln. Eine meiner Sklavengaleeren könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaleere? Captain, ich bat euch doch, diese kranken Vehikel abzuschaffen. Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Ein versklavter Körper verleitet den Geist zur Rebellion. Aber versklave den Geist und der Körper wird folgen. Das ist effizient. Wohlgesprochen. Wohlgesprochen, Großmeister. Oh Gott, das war knapp. Ich sehe sie doch. Markier sie doch. Ach, verdammt. Erinnerte mich. Wo in Afrika suchen wir genau? Principe, Captain. Eine kleine Insel. Wir entsandten zwei unserer Besten. Burgess und Cochran. Freibeuter mit schnellen Schiffen und starkem Willen. Edward Kenway! Welch eine Überraschung, deine Jackdaw hier vor Anker zu sehen. Hast du gehört, was du hören wolltest? Rettest du nun den Weisen aus unseren gierigen Händen? Hol dich die Pest, Verräter! Du hast uns hintergangen. Weil ich einen besseren Weg fand. Bei den Templern herrscht Ordnung, Disziplin, Struktur. Doch dir fehlt jeder Sinn für dergleichen. Mach's gut, alter Freund. Der du einst ein Kämpfer warst. Du kämpftest für etwas Wahres. Etwas Größeres als dich selbst. Dreckiger Verräter. Okay, machen wir zuerst euch fertig. Wie wechsle ich nochmal zu den Waffen? Ah, okay. Au! Ach stimmt, ich wollte noch Klamotten. Ah, ich wollte ja noch Klamotten machen. Für mich selber. Ja, dann sollte ich mich mal die Tage mal wagen. Und noch jemand von euch? Ja, stellt euch ruhig in Reihe und Glied auf, bitte. Wie soll ich aus dem Gebiet entkommen? Ich töte sie einfach alle. Was ist denn los? Zack. So. Ja gut, dann entkommen wir halt. Keine Ahnung. Spannende Musik. Alle tot. Tja. Hier, Zero hat's mal wieder gerissen. Ah, komm. Kommt erstmal ein Stück näher, wenn ich hier erstmal draußen bin. So, anonym werden, das kriegen wir hin. Kommt mal her, Ladies. Kommt mal her. Prozent. Gib mir die 100%, Alter. Wow. Oh yeah. So, easy. Gut. Sollen wir jetzt unseren Kollegen töten? Wir müssen jetzt wieder ans andere Ende der Welt. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns am anderen Ende der Welt. Und zwar leider morgen. Denn ich möchte gerne die Folge heute noch raushauen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.